Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Mitglied der linken Fraktion im Europäischen Parlament. Sie heißt GUE-NGL mit einem großen, dicken Namen. Aber sagen wir die linke Fraktion, das ist klarer. Diese Fraktion beschäftigt sich auch mit solchen Fragen und wir sind ausschließlich zu diesem Zweck auch hierher gefahren, haben uns heute mit verschiedenen Lagern beschäftigt. Ich war heute im Lager in, wie hieß das? In Korinthos. Und ich kann nur sagen, was ich dort gesehen habe, hat mich wirklich, also richtig erschüttert, und das ist gelebter Rassismus, man muss das so sagen. Furchtbar und ohne wirkliche Aussicht auf eine, auf ein Minimum von Menschenwürde. Und lassen Sie mich deshalb mit dem Rassismusgedanken auch beginnen, der in Europa wieder Fuß gefasst hat und den es in sehr vielen Realitäten Europas gibt. Ich will einfach nur Beispiele mal Ihnen nennen. Ein Beispiel sind rassistische Übergriffe in Ungarn. Es gab in den letzten Jahren eine Reihe von rassistischen Übergriffen in Ungarn. Dort wurden Roma getötet und diejenigen, die es gemacht haben, wurden niemals zur Verantwortung gezogen. Ich nehme ein zweites Beispiel. Ich war in Rosano vor einiger Zeit gewesen, in einer italienischen Stadt in Sizilien. Dort arbeiten Saisonarbeiter aus Afrika unter katastrophalen Bedingungen. Es gab Auseinandersetzungen mit der dortigen Bevölkerung und diese afrikanischen Gastarbeiter wurden verjagt und mussten zurückkehren. Ein drittes Beispiel. In der Slowakei macht man Wahlkampf mit Anti-Roma-Videofilmen. Eine studentische Organisation hat einen Film hergestellt, wo man gezeigt hat, einen Roma-Jungen, wie er gewaschen wurde, und dieses schöne Waschmittel hat ihn tatsächlich weiß gemacht, und es lohnt sich also tatsächlich, dieses Waschmittel zu verwenden, und Roma können auch weiß werden. Letztlich meine Heimatstadt Dresden in Ostdeutschland, dort hat die dortige Nazi-Partei, sie heißt NPD, vielleicht haben Sie das auch schon gehört, sie hat auch Schlagzeilen mit anderen Dingen gemacht, Demonstrationen vor Asylbewerberheimen durchgeführt, unter anderem in zwei Heimen, auch bei uns in Dresden, wo mazedonische und serbische Flüchtlinge gerade angekommen waren und gar nicht wussten, was eigentlich Fakt war. Rassismus ist also überhaupt nicht etwas, was nur in südeuropäischen Staaten zugenommen hat, ebenso wie der Nationalismus, sondern europaweit, und das ist eine große Gefahr. Kriminalisiert wird Migration, illegalisiert werden Flüchtlinge und zugleich sind sie ein großartiges Geschäft. Allein heute, wo wir waren in Korinthos, haben wir gesehen, da wird verdient mit den Caterings, die dort das Essen dorthin schaffen. Da verdient man an denen, die dort in irgendeiner Art und Weise tätig sind, an den Flüchtlingen selber, und erfordert, macht natürlich Integration ungeheuer schwer. Was sind Ursachen dieses riesigen Unterschiedes, der aufgemacht wird zwischen Migranten und Nicht-Migranten? Ich glaube, es hat nicht nur etwas mit Armut zu tun oder mit Arbeitslosigkeit der Menschen, die jetzt meinetwegen hier in Griechenland oder auch in anderen Ländern selbst leben, sondern es hat auch andere Ursachen. Es ist die Angst, etwas zu verlieren. Es ist die Angst, auch Identitätsverlust zu haben. Es ist die Angst, doch irgendetwas verlieren zu können, auch an materiellen Dingen, bis hin zur Arbeit, bis hin zu Gemeinschaftsgefühl. Es ist also eine, glaube ich, große Palette an Ursachen, die dazu führt, dass Migranten in einer solchen Situation leben. Was sind unsere Vorschläge als Linke? Das will ich nur stichwortartig benennen. Das erste ist, und das habe ich mir auch als, wenn man so will, Lebensmaxime selber angeeignet, nie schweigen. Das Wichtigste ist, dass es Bündnisse gibt zwischen Bürgern, die hier leben beispielsweise, und den Migranten. Wir haben in Dresden dann Gegendemonstrationen durchgeführt und haben gegen die Nazis, die vor den Asylbewerberheimen demonstriert haben, demonstriert. Und zwar nicht nur Linke,
sondern ganz normale Bürger, Hausfrauen, Leute aus den verschiedensten Spektren, aus dem Bereich der Kirche. Wir haben so viel Leute auch aufbringen können, dass es wirklich für die Nazis ein großes Problem war, ihre Strategie aufrechtzuerhalten. Bündnisse organisieren, mit Bürgern zusammenarbeiten, sich nicht scheuen, gewissermaßen sich in diese Bündnisse zu begeben, und zwar vorurteilsfrei. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen die Neonazi-Ideologie entlarven. Rassismus darf nicht irgendwie geduldet werden. Und man muss auch sagen, all die Leute, die heutzutage auf Nationalismus drängen oder auch auf Patriotismus drängen, sind sehr nah daran, gewissermaßen Boden zu bereiten für rassistische und ausgrenzende Ideologien. Das muss man, glaube ich, wirklich, man muss sich hart damit auseinandersetzen. Wir haben das angefangen bei uns in Deutschland, ich kann das wirklich so sagen, unsere Partei ist da sehr aktiv. Und das heißt auch, sich nicht nur mit Rassismus auseinanderzusetzen, da gehört Antisemitismus dazu und Homophobie, alles etwas, was damit engstens zusammenhängt. Das Dritte ist, wir müssen die politischen Parteien, also nicht nur die Linke, dazu zwingen, diese Fragen auf die Agenda zu setzen, ihre politische Agenda in den Parlamenten und außerhalb der Parlamente. Das Vierte ist, wir müssen Ursachen von Migration aufdecken. Ich sage mal so, als Deutsche haben wir eine Geschichte, die mit Asyl zusammenhängt. Während des Zweiten Weltkrieges hat es eine Menge von deutschen Juden und anderen Deutschen im Ausland gegeben, die Asyl dort erhalten haben. Deswegen ist das Asylrecht in das Grundgesetz eingeflossen und wird jetzt im Übrigen in Deutschland kaputt gemacht. Das muss man auch hinzufügen und ist schon kaputt gemacht worden. Und das Letzte, was mir wichtig ist zu sagen, wir brauchen nationale, andere nationale und europäische Strategien. Diese Art Festung Europa, was durch viele Maßnahmen, die von europäischer Ebene angestrebt wurden und umgesetzt wurden, diese Festung Europa muss durchlöchert werden, das muss tatsächlich verändert werden. Einmal auf europäischer Ebene, aber es kann sich kein Land herausmogeln aus der Verantwortung. Weder Deutschland im Einzelnen, auch nicht Griechenland. Die Hausaufgaben müssen wir auch in einem eigenen Land machen. Und dazu gehören für meine Begriffe, alle Standards zu überprüfen, die die Asylbewerber in den jeweiligen Ländern betreffen. Was gibt es wirklich für Standards und welche klagen wir ein? Es darf keine Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt geben. Das gibt es bei uns in Deutschland ganz extrem. Hier sieht es anders aus, aber ich denke, wenn wir über Arbeitsbedingungen sprechen würden, würde es auch einen großen Unterschied geben. Wir brauchen Gesundheits- und Sozialsystem auch für Migranten und es muss den gleichen Zugang dafür geben. Und wir brauchen mehr Unterstützung für die Länder, die im Besonderen viele Migranten bei sich aufgenommen haben. Dazu gehört Griechenland. Und ich denke, auf europäischer Ebene muss in einem Punkt etwas, in vielen Punkten, aber in einem ersten Punkt eines verändert werden. Das Zuständigkeitsprinzip für die Bearbeitung von Asylanträgen. Das ist momentan so geregelt, dass der Staat verantwortlich ist, wo der Asylbewerber zuerst in Europa ankommt. Und objektiv kommt der nicht zuerst in Deutschland an, sondern wenn er übers Mittelmeer kommt in Italien oder über den Landgang eben in Griechenland. Wenn man die Verantwortung für die Bearbeitung der Asylanträge nur bei diesen Ländern belässt, selbst wenn man ihnen viel Geld gibt, dann belässt man das Migrationsproblem bei diesen Ländern. Das darf es nicht geben. Es müssen alle Länder, vor allem die Reichen, zu denen gehört Deutschland, sich viel stärker beteiligen. Und es gibt ein Neuansiedlungsprogramm der Europäischen Union. Ich erwarte ganz einfach, dass alle Länder, auch dazu gehört Griechenland und dazu gehört auch Deutschland, dieses Neuansiedlungsprogramm auch nutzen, um für Asylbewerber auch eine materielle Chance der Ansiedlung zu gewähren. Letzter Satz ist, Migration müssen wir entkriminalisieren und deutlich machen. Es hat immer Migration gegeben, zu allen Zeiten auf dieser Welt und es wird auch immer so bleiben und es ist etwas Normales. Es ist unsere Geschichte, mit der wir jeden Tag gelebt haben, wie unsere Bevölkerungen sich entwickelt haben, auch das hängt mit Migration zusammen. Und diese Entkriminalisierung zustande zu bringen, ich glaube, das ist die allererste Aufgabe, wenn wir einen Schritt auch nur vorwärts kommen wollen. Danke.